Hallo, 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 herzlich willkommen zur neuen Fohlensaison. Wir erwarten wieder neue Fohlen in Rival Stars. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt wie ich auf die neuen Fohlen, die uns heute erwarten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und wir machen heute auch mit unserer Geländestory weiter, wo uns ja jetzt scheinbar doch ein handfester Zickenkrieg zu erwarten scheint. Eieieiei. Ich bin sehr gespannt. Aber zuerst widmen wir uns den Fohlen. Ich bin super neugierig. Also, Cute Candy erwartet wieder einen Fohlen und Doom Dash auch nochmal. Also, wir fangen wieder mit Cute Candy an, wie wir schon beim letzten Mal gemacht haben. Und? Oh! Oh, interessante Werte und eine sehr coole Zeichnung. Wow, okay, das Stutfohlen bleibt auf jeden Fall. Das bleibt auf jeden Fall. Oh, bist du cute. Es ist niedlich. Ja, die bleibt auf jeden Fall. Jetzt bin ich nur am Überlegen, wie sie geguckt hat gerade. Ich bin jetzt am Überlegen. Merchant Star. Wir müssen mal gucken, wie wir sie nennen. Dance Commander fand ich lustig, aber es ist eigentlich eher ein Name für einen Wallach halt. Grumpy Gift. Grumpy Gift ist geil für eine Stute. Grumpy Gift finde ich richtig gut. Das grummelige Geschenk. Jetzt will ich nur überlegen, ob wir sie... Ja komm, wir füttern sie schon. Wir füttern sie mal... Wir füttern sie zumindest mal bis Statistikbonus 10, würde ich sagen. Weil sie ist zwar nur Stufe 9, aber sie hat relativ gute Werte. Und ich liebe die Blässe. Die ist einfach mal richtig, richtig cool. Die ist richtig, richtig cool. Okay, Leute, aber sie ist ja nicht das einzige Fohlen. Uns erwartet ja auch noch einen Fohlen von Doom Dash. Also. Oh, auch ein Stutfohlen? Oh, das ist aber schlecht. Ach, das ist schade. Weil das ist süß, aber das werden wir überspringen und das werden wir auch verkaufen. Das ist echt schade. Das ist richtig schade, weil guck mal, was das für ein hübsches Pferd ist. Aber wir haben ja hier mit Heroes Holiday, haben wir ja auch schon so ein Pferd, ne? Hier, wenn wir hier mal gucken, das ist alles D. Weil sie ist halt so schön gescheckt. Sie hier ist sogar noch ein bisschen besser. Ach, oder schicke ich sie... Biscuit Begonia, auch so ein super süßer Name. Komm, wir behalten sie, aber wir schicken sie auf die Weide. Sie ist schon schön. Können wir nicht bitte einfach ein gutes Fohlen bekommen? Mal in der Farbe. Oh, guck, die haben sich geknutscht. Oh, wie süß. Oder wir züchten mal mit ihr. Alles A. Und packen da mal irgendwie ein Pferd dabei. Was hat denn er? Kann ich da irgendwie Fell? Klassischer Fuchs. Sonst nigges. Ist teuer, aber machen wir jetzt einfach mal. Das for the lols interessiert mich jetzt einfach mal. Und nun geht's weiter mit der Story. Wir haben hier einige neue Aufgaben. Was haben wir denn? Die Sache wird ernst. Wir müssen Khadija übertreffen. Eine Freundin meiner Tante Shauna hat mir ein Geschäft in der Schweiz empfohlen, das maßgeschneiderte Ausrüstung verkauft. Ja, teurere, bessere Ausrüstung, die wird es mit Sicherheit ausmachen. Hast du Khadijas Pferd gesehen? Wie können wir auch so einen Champion bekommen? Züchte oder kaufe ein Pferd der Klasse 6 oder höher? Haben wir, also die ersten beiden haben wir schon abgeschlossen. Und das letzte. Ich warte auf die Bestätigung von Stables Monthly, dass es dieses Jahr nur ein Reittalent geben wird. Aber das wäre doch... Erziele in der Schweiz Strecke 4 den Bronzeplatz oder besser. Das kriegen wir schon hin. So, erstmal abholen hier. TJ, wo hast du die ganze Trainingsausrüstung her? Man könnte meinen, wir wären auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Das läuft doch auf dasselbe hinaus, oder? Für den Reittalentwettbewerb müssen wir alle Register ziehen. Khadija war so freundlich auf der Ranch, aber als ich gehört habe, dass ihr Kay mit etwas hilft,
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hey, komm schon, es ist ja nicht so, dass Khadija uns sabotieren will. Sie brachte Kay dazu zu gehen, kurz bevor sie sagte, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Reiterland-Wettbewerb geben wird. Vielleicht hat es nichts damit zu tun, aber ich habe ein ungutes Gefühl. Der TJ. Das Gefühl, das teile ich mit ihm. Mit so einem Pferd wirst du Khadija einen harten Wettkampf liefern. Ich wünschte, ich könnte den Wettbewerb zwischen euch beiden einfach bloß genießen. Ich folge Khadija schon seit einer Ewigkeit. Mir ist, als würde ich sie sehr gut kennen. Aber mit diesem Reiterland-Wettbewerb und der ganzen Sache zwischen ihr und Kay, eigentlich kenne ich sie gar nicht. Nicht wirklich. Das ist die Sache mit Social Media. So, okay, Leute. Das kriegen wir doch hin. Strecke auswählen. Mit welchem Pferd starten wir denn mal? Cute Candy würde ich ja gern wieder machen. Chief Cash. Mit Chief Cash kann ich das auch reiten. Machen wir mal. Chief Cash? Sind wir mit dir überhaupt schon mal was geritten? Ich bin gerade dezent verwirrt. Ich kenne das Pferd nicht, was ich reite. Ich kenne meine eigenen Pferde nicht mehr. Wann haben wir denn Chief Cash gezüchtet? Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, seit wann wir dieses Pferd haben, von wem sie ist. Mein Hirn ist gerade überfordert. Also ich finde sie nirgendwo abgespeichert. Aber sie scheint relativ neu zu sein, weil ich habe auf ihr überhaupt gar keine Anpassung gemacht, was die Ausrüstung angeht. What's going on now? What's going on? So, jetzt haben wir hier 5A, B. Oh, da hat sie ein bisschen im Kopf gezuckt hier. Die verrückte Stute hier. Das war jetzt aber haarscharf. Aber es hat funktioniert, Leute. Wir haben die Bestzeit wieder geknackt. Kann ich stolz sein auf die kleine Maus. Gut. Ja, also die Platzierung, ne? Reden wir mal nicht drüber, aber egal. Für die Quest reicht es erstmal. Ziele. Zack. Tja, Khadija hat die Wahrheit gesagt. Nur eine Reiterin wird das Gesicht von Stables Monthly sein. Nur eine kommt auf das nächste... Auf den nächsten Titel von der Stables Monthly. Die ganze Zeit über wussten sie, dass es dieses Jahr anders sein würde. Sie dachten, wir hätten Bescheid gewusst. Das ist doch lächerlich. Oh Mann, das ist schon heftig. Pegasus Stables gibt nicht klein bei. Du wirst auf jeden Fall gewinnen. Nur kein Druck, kein Thema. Wir werden Stables Monthly zeigen, was in dir steckt. Du wirst dir auf diesen Schweizer Strecken den Sieg holen. Okay, jetzt haben wir direkt Stufe, die Strecke 5. Auch wieder Bronze oder besser. Würde ich jetzt aber mal mit einem Pferd machen, was ein bisschen krasser ist. Lovely Legend ist gedeckt. Wir machen das wieder mit Dolphins Relish. Der hat uns die letzten Male gut durch den Parcours geschaukelt. Und das wird er auch dieses Mal wieder tun. Der ist überall gehandicapt, das heißt, er ist eigentlich zu gut dafür. Zeig's ihnen, mein Großer. Du packst das. Das ist gleich ein ganz anderes Reitgefühl. Der ist einfach viel schneller auf den Beinen. Ich müsste mal wieder mehr Pferde trainieren. Das hatte ich gesagt, das Trainieren geht eigentlich sogar am besten über die Geländeparcours. So, eng rum. Jetzt können wir wieder Gas geben. Da hinten kommt ein relativ schmaler Sprung. Mit Blümchen. Nee, war Tür. Jetzt wieder rechts rum. Boah, jetzt wieder links rum, Leute. So. Ja, das schaffen wir dicke. Guck mal. Dicke, problemlos, hast du toll gemacht.
Und der ist so ein schicker Kerl, der ist so schön. Dadalam. Und? Was sagt Stables Monthly? Ich habe es endlich geschafft, Kate zu erreichen. Sie wusste auch nicht, dass es nur ein Reittalent geben wird. Sie wird ihre Reise abbrechen und mit dem nächsten Flug in die Schweiz fliegen. Ich hoffe, sie kommt rechtzeitig an. Dann werden wir wahrscheinlich bei der nächsten Aufgabe direkt wieder... Oh nee, hier. Ein Reittalent zu werden, wird kein Zuckerschlecken. Deshalb muss auch das Training knallhart sein. Wir müssen ein Pferd der Klasse 6 oder mehr bis auf Geschwindigkeit Level 18 trainieren. Und bis auf Agilität Level 18. Jetzt ist die Frage, was haben wir da überhaupt für ein Pferd, was noch nicht so weit trainiert ist? Eins von den neuen? Wie ist denn Dash Difference? Ist auch eine Stute. Ich habe keine Ahnung, was ich für Pferde im Stall stehen habe. Das müssten wir trainieren. Agilität müssen wir auch trainieren. Ich trainiere die jetzt einfach generell mal. Ich habe sowieso kein Futter mehr. Das ist so ein teures Training. Ich muss unbedingt auch nochmal Rennen reiten, Leute. Das wird langsam eng hier. Ich habe jetzt so viel Geld rausgeballert für Pferde und so weiter. Das wird echt langsam eng. Guck mal hier, wir haben nur noch eine halbe Million. Nur noch eine halbe Million. Aber gut. Ziele. Zack. Fertig. Wie schaut's aus? Ich bin fix und fertig. Dieses Training hat mich total geschafft. Ich hatte endlich das Gefühl, dass ich den Geländeritt beherrsche. Aber jetzt, wo Kay nicht mehr da ist und der Reittalentvorlauf vor der Tür steht... Quatsch, Trenton. Die Pferde sind wohl auf und unsere Reiterin ist in Topform. Das hast du gut gemacht. Ich finde diesen Zusammenhalt im Stall so cool. So eine Frechheit. Stables Monthly hat eine PR-Aktion geplant. Eine freundschaftliche Herausforderung, bei der du Khadijas letzte Bestzeit schlagen musst. In der Schweiz Strecke 4. Okay, Leute, das machen wir jetzt auch direkt noch. Du weißt schon, dass das Ganze nicht persönlich gemeint ist, oder? Ich muss Stables Monthly zeigen, dass ich gewinnen kann. Ja, ich glaube... Ich glaube, es ist kein Zickenkrieg in dem Sinne. Dash Difference. Ja, ist aber nicht runtergerankt. Aber warum, hä? Ach so, weil die Statistiken verbessert werden können. Ja komm, reit was mal mit ihr. Oh, wie schön ist denn bitte die Farbe von hinten? Ja, wir müssen definitiv von der Farbe noch mehr züchten. Absolut. Das ist eins meiner schönsten Pferde im Stall. Ich bin gerade total begeistert. Überfordere dich nicht. Siehst du, als ob ich überfordert wäre? Ich bin vielleicht hysterisch, aber nicht überfordert. Und mein Bestes ist gut genug. Du hast noch zu wenig Erfahrung, das sagst du. Das sagst du vor allen Dingen nur, um mich einzuschüchtern. Bei diesem Sprung war ich besser. Wie kann man das denn noch besser machen? Langsames Tempo. Mädel, wir haben dich mal eben um 10 Sekunden platt geritten. Das will ich nur mal so eben erwähnt haben hier. Ja. Will ich aber auch gemeint haben mit dem Schnauben. Oh, hier. 2 Sekunden. Ups. Glückwunsch. Aber was wirklich zählt, ist der Reittalente-Vorlauf. Ja, ja. Red dir nur Mut ein, Khadija. Red dir nur Mut ein. Jetzt bin ich aber auch im Angriffsmodus hier. Du hast es geschafft. Du hast eine meiner Bestzeiten geschlagen. Du bist wirklich eine Reiterin der Spitzenklasse. Ich musste jahrelang trainieren, bevor ich endlich am Reiterlernwettbewerb teilnehmen konnte. Du hast tatsächlich eine Chance auf den Sieg. Wir werden gewinnen. Hey, du bist wieder da. Was ist mit... Alles erledigt. Jetzt werde ich aber hier gebraucht. Es wird nicht leicht sein, dich zu besiegen, Khadija. Das weiß ich besser als alle anderen.
Und was haben wir jetzt für eine Aufgabe hier? Ich habe gehört, dass du hart trainiert hast, während ich weg war. Zeig mir, was du kannst. Erziele in der Schweiz-Strecke 6 den Bronzeplatz oder besser. Okay. Werden wir tun. Allerdings nicht mehr heute. Oh, sie ist so süß, die kleine Maus, die Gloria, das Putzeltierchen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder von euch. Beim nächsten Mal gibt es dann nochmal einen Fohlen von Lovely Legend. Und wir sind dann, glaube ich, relativ am Ende der Schweiz schon. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Strecken haben wir in der Schweiz? Wartet mal. Wir haben Rennen, Reiten, Geländeritt, Luzern. 6 Strecken. Ja, es ist die letzte Strecke, die wir da reiten können, müssen, wie auch immer. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das hinbekommen, was uns erwartet, wie es weitergeht hier in der Story. Also ihr Lieben, auf jeden Fall wieder einschalten und mit dabei sein. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und wie immer freue ich mich sehr über ein Däumchen nach oben. Tschüss!